Willkommen zurück zu Legend of Grimrock. Wir sind am Ende der letzten Folge in ein Loch gesprungen und sind jetzt hier. Da ist ein Knopf. Okay, aber bevor wir den drücken, nehmen wir erstmal diese Schleimglocke mit, was immer das sein mag. Ah, eine perlenartige Pflanze. Okay. Okay. Das dürfte wahrscheinlich gegen Paralyse sein in irgendeiner Form. Kommen wir wieder zurück. Denn wir hatten da oben eigentlich noch ein bisschen was zu tun. Kommt schon die nächsten an. Da hinten auch noch was. Ja. Nope. Schieß nicht auf uns. Na komm. Darf's ruhig herkommen. Dann ebenso. Okay, das ist alles nix. Nö. Und den Pfeil, die Pfeile brauchen wir eigentlich allesamt nicht. Und yay, Maler am Spieß. Die Delikatesse des Hauses offensichtlich. Okay, ich schätze mal, hier würden wir eventuell wieder zurückkommen. Aber bisher. Die Wand wird aufgehen. Sieht man schon da, wegen dieser Beleuchtung. Aber wann geht sie auf? Haben wir irgendwo noch einen Knopf übersehen? Oder müssen wir vielleicht was hier reinwerfen? Durchkommen wir auch nicht. Okay. Das ist auch nichts, ne? Ja, die Wände sehen nur teilweise so dreidimensional aus, als ob sie eine gewisse Tiefe hätten, obwohl sie das wahrscheinlich eigentlich nicht haben. Also reines Bump-Mapping im Prinzip. Was? Ne, das war auch nichts. Okay. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal da rein. Und sind wieder hier. Okay. Ah, und hier liegt unser Stein auch. Dann versuchen wir es mal weiter. Kommen wir hier eigentlich schon irgendwo hin? Ne, bisher noch nicht. Okay, also. Wieder nach hier. Und oh ne, nicht nochmal das Rätsel. Ah, ich glaube, ich werde diesen Teil gleich mal rausschneiden, damit ihr das nicht nochmal miterleben müsst. So, und geschafft. Ging doch schneller als erwartet. Oder hat zumindest nicht ganz so extrem lang gedauert, wie ich dachte. Dann können wir jetzt erstmal. Okay, damit gehen die Falltore auf. Die Falltüren, besser gesagt. Wenn wir jetzt hier was drauflegen. Doch, wird immer noch ausgelöst. Das heißt, diese grauen Druckplatten sind wirklich nur für Leute wie uns gedacht. Und da wollen wir auch noch hin. So, jetzt aber. Ein Schlüssel, okay. Das ist auch immer nicht schneiden zu. Ach, ich weiß auch nicht, was wir mit den ganzen Fackeln hier noch anfangen wollen. Wobei wir die auch mal mit hier reinlegen können. Dann haben wir zwei Kisten voller Fackeln, die wir nie brauchen werden. Hurra. So. Ich habe wieder ein bisschen Platz im Hauptinventar.
Ach, und hier geht noch einer rein. Okay. Gut. Und hier brauchen wir den Schlüssel. Offenbar. Ich glaube, das hier könnte nützlich sein. So. Kriegst du erstmal das ab? Okay. Komm. So. Ach, out of energy. Na komm, viel hältst du doch nicht mehr aus, oder? Gut. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. Okay, der Raum sieht interessant aus. Das muss ich zugeben. Was haben wir hier Schönes? Ein Scroll. By Hescore. Okay. Gut. Alles klar. Würde ich sagen, wir... Ach nee, wir nehmen erstmal das Level ab noch mit. Danach rasten wir erstmal. Okay, 4 Punkte in das hier. Dann hoffe ich mal, dass wir irgendwo noch rausfinden, was die 19 immer für ein Spell ist. Oder die 7 vielleicht mal, das wäre auch noch schön. Und hier... Nee. Eventuell sollte man hier noch die Light Armor Proficiency irgendwann mitnehmen mit der Zeit. Aber bisher... Nee, ich glaube, wir gehen erstmal noch weiter in Ice Magic. So. Gut, dann mal gucken, was passiert, wenn wir nach links gehen. Okay, ich glaube, hier waren wir schon. Und wieder nach oben. Dann gehen wir nicht nach links. Und da ist eine Scroll. Okay, da kommen wir wieder raus. Nee, das wollen wir nicht. Wie können wir hier durch? Moment mal, wir haben 4 Teleporter. Das ist der Ausgang von dieser einen Seite, wo wir gerade drin sind. Denn wir sind ja, wenn wir jetzt die Karte anschauen, in diesen Teleporter gegangen, der da unten rechts ist. Das heißt, wenn wir jetzt noch die anderen drei durchgehen, werden wir uns dann diesem mittleren Ausgangsteleporter auch noch von den anderen beiden Seiten, von den anderen drei Seiten nähern. Also machen wir das doch auch direkt mal. Okay. Okay. Schießen gibt's ja nicht. Aber der geht auch nur seitwärts, oder? Nein, au, au, böse, böse. Und dann sterben wir erstmal eine Runde. Nee, ich glaube, das machen wir nochmal. Okay, das müssen wir irgendwie eine Spur besser machen, denke ich. Aber wie machen wir das am besten? Oder aber... Wir machen das mal direkt so hier. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Was ist das denn? Okay, also das ist auf jeden Fall stapelbar. Crossbow. Ah ja, okay. Also ein Armbrustbolzen. Und noch was für die Alchemie, die wir bisher noch nie verwendet haben. Irgendwo ein Knöpfle in der Wand. Da. Hallo. Gut. Das sah doch ganz nett aus. Ah ja, hier.
Das heißt, dann sind wir im Prinzip. Ja, Moment, warte. Wie kommen wir eigentlich hier rein? Das würde ich gerade liebend gerne wissen. Eventuell mal gucken, können wir hier was reinwerfen? Mal schauen, was passiert. Oder vielleicht mal hier was reinlegen. Nix. Denn da ist ein Schlüssel drin, das sehen wir ja. Da glänzt auch schön vor sich hin. Aber ich sehe so keinen Weg, wie wir da hinkommen könnten. Na gut, dann müssen wir erstmal wohl wieder hier hin und gehen nochmal da rein. Ach, und das ist unser Stein, den wir geworfen hatten. Ach nee, hier waren wir schon. Ah, wir wollen jetzt hier hin. Einmal kurz speichern, sicherheitshalber. Na super. Aber die haben dann wohl den Instinkt zu flüchten oder wegzugehen auf eine Distanz. Ich wollte Entfernung sagen, genau. Aber ich glaube, das waren eigentlich noch ein paar mehr Gegner, die da auf uns hätten zukommen sollen. Hier ist keiner sonst. Oh. Na, der wird damit angreifen. So. So, der hat auch nur seinen üblichen sinnlosen Kram fallen lassen. Ich glaube fast, wir sollten mal rasten. Sagte er und tat es nicht. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin und ah, die werden hier durchschießen. Oder? Vielleicht auch nicht. Au. Ah, ich denke, das machen wir noch mal. Auch wenn wir jetzt einigen oder nee, gar nicht. Wir sind zumindest zwischen jetzt. Na, was will ich sagen? Worte, Worte. Aber wir müssen halt ein paar Sachen nochmal machen, aber ich denke, das ist halb so schlimm. So, Steinja wieder mitnehmen. Steinja wieder mitnehmen, sage ich. Und jetzt wirklich erstmal rasten. Wenn wir jetzt angegriffen werden, dann werden wir halt angegriffen. Zumindest brauchen wir erstmal ein bisschen mehr Magie und einen Traum. Ich habe gesehen, wie dieser Kerker erbaut wurde. Aber sie haben ihn meinen Leuten weggenommen und verdreht oder sowas in der Richtung. Es mit Fallen und Rätseln gefüllt. Ja, sowas würde ich auch tun, glaube ich. So sollte dieser Ort eigentlich nicht sein. So war er nicht vorgesehen. Aber hey, ich würde es auch nicht anders machen. Wenn ich sowas baue, dann natürlich mit Rätseln und nicht einfach nur sowas zum Durchlaufen. Au. Okay. So, die werden zur Seite gehen, oder? Ich denke, wir rasten noch mal kurz. Diesen Schaden, den wir gerade noch mitgenommen haben, wieder ausgleichen. Mal schauen, was macht der Hunger?
Ja, passt eigentlich. Und wir hatten. Ach ne, wir haben noch nicht. Hier hinten irgendwo lag doch ein Pergament zum Lesen. Na komm. So. Es scheint, als sei ich nicht der erste Gefangene, der durch diese antiken oder alten, uralten Tunnel wandert. Und falls ich auch nicht der Letzte bin, habe ich meine Gedanken und Entdeckungen einmal aufgeschrieben. Auch wenn ich natürlich nicht hoffe, dass noch jemand es ertragen muss, durch diese Kerker zu laufen. Tunen, Turen, Tunen, irgend sowas. So, haben wir hier noch irgendwas? Nope. So, dann erstmal wieder Zauber vorbereiten. Und weiter geht's. So, da liegt was drauf. Okay, das ist was zum Essen anscheinend. Und ich wette mal, hierfür müssen wir dann was anderes drauflegen, oder? Denn warum ist das eine Druckplatte? Ach. Ah, deswegen, damit dort die eine Falltür zugeht. Okay, aber viel mehr können wir noch nicht machen. Und hier rechts höre ich irgendwas herumflattern. Das wird wahrscheinlich auch eine von den Druckplatten sein, die wir, die nicht belastet werden dürfen. Aber damit wir uns hier nicht einkreisen lassen. Okay. Guck. Ich wette mal, das wird die dritte Druckplatte sein. Und hier waren wir schon. Okay, das heißt, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Gut, dann werden wir erstmal jetzt die eine Druckplatte hier. Hier wird was aufgehen, wenn wir den Stein runternehmen. Mit einiger Sicherheit. Oder? Das ist in der Richtung. Quasi zwischen hier oben und hier unten. Aber wo genau? Na, vielleicht kommen wir doch auch gleich noch hin. Mal gucken. nee, ich glaube, da lang war es. Hier. Oh. Okay, in der Richtung ist auch noch was. Da hinten. Anscheinend. Obwohl ich eigentlich dachte, wir wären da schon gewesen. Und hiermit wird wahrscheinlich die Tür hinter uns aufgehen. Na gut, immerhin können wir noch ein bisschen reinhauen. Hat ja auch was. Und hier ist ein Schalter. Okay, nee, das war nicht so schön. Aber es ist immerhin ein Secret. Na gut. Das war auch Schnee. Gut, was haben wir hier so Schönes drin? Noch ein bisschen was für die Alchemie. Was zu futtern. Aber der hat keinen Platz mehr frei. Und Handschuhe. Die geben wir ihm hier. So, okay, dann haben wir zumindest noch einen weiteren Sack, in dem wir irgendwas reintun können. Aber einen Sack können wir nicht tun, oder? Ne, immer noch nicht. Schade. Okay. Dann werden wir erstmal. Was machen wir? Denn irgendwas sollten wir da definitiv reintun, damit wir einfach ein bisschen mehr Platz wieder haben.
Aber wobei, machen wir dann, wenn es nötig wird. Okay, war da was? Nein, war nicht. Aber hier war jetzt auch nichts weiter. Das heißt, ich denke mal, die Löcher im Boden werden jetzt allesamt zu sein. Und wir kommen jetzt hier hinter. Und wie erwartet, wir nähern uns diesem zentralen Dingens von verschiedenen Seiten. So. To depths beyond measure. Braucht man das andere nochmal? Wir hatten irgendwo. Genau. So, mal gucken, die beiden liegen sich so im Uhrzeigersinn oder lagen sich im Uhrzeigersinn nebeneinander. Guter Deutsch, ich weiß. Und ich denke mal, das packen wir mal in diesen Sack hier dann rein. Also erst das, dann das. Und mal gucken, ob wir da einen Stein gegenwerfen können. Irgendwie müssen wir da doch ankommen. Mal gucken. Zumindest machen wir jetzt erstmal wieder die Lampen an hier. So. Und hat der eine Hunger? Nee. So, dann haben wir noch zwei weitere Teleporte. Haben wir jetzt eigentlich irgendeinen Schlüssel davon mitgenommen? Nein, sieht nicht so aus. Nee. So, was haben wir hier Schönes? Okay. Throwing Knife. Ah, ja, hier haben wir auch schon 6 Stück. Teleporter auf. Und das sind 2 Felder vor uns. Das heißt, das Einzige, was wir hier jetzt effektiv anscheinend machen können, wir könnten mal versuchen, noch was zu werfen. Oder wir müssen vielleicht was durch den Teleporter werfen. Das kann auch sein. Wobei ich gerne sehen würde, was passiert, wenn wir hier runtergehen. Ah, okay. Das lassen wir jetzt mal hier. Und hier ist immer noch auf. Kann man eigentlich hier irgendwie durch? Denn dahinter ist so ein Buch anscheinend wieder. Also eins, wie wir in einer der früheren Folgen mal hatten, dass die Lebenspunkte permanent um 25 erhöht hat. Und diese Gang sieht fies aus. Und ich finde diese Effekte immer wieder toll. So, aber jetzt gehen wir erstmal hier runter. Mal gucken, was uns da so erwartet. Okay, ein paar Steine, wahrscheinlich unsere eigenen. Und wieder einmal die Delikatesse des Hauses. Hier ist kein Knopf in den Wänden oder irgendwas anderes. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen einfach in der nächsten Folge weiter. Und insofern, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.